was für mich Depression und normale Traurigkeit voneinander unterscheidet und warum es eben auch nicht möglich ist, sich auszuruhen und dann wieder fit zu sein bei Depressionen, ist, dass die sind wie eine Autoimmunerkrankung. Das Denken greift sich an und das Denken greift den Menschen an, um ihn kaputt zu machen. Mein Name ist Benjamin Mark, ich bin Autor und habe im Frühjahr ein Buch geschrieben. Das heißt, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Das ist bei Suhrkamp erschienen und ist eine Art Innenansicht meiner Depression. Im Rückblick würde ich sagen, war ich schon in meiner Jugend ein bisschen depressiv, hatte depressive Tendenzen, die vielleicht auch darüber hinausgehen, wie man sich normalerweise als Jugendliche fühlt. Den großen Zusammenbruch hatte ich, als Theodor, mein älterer Sohn, der jetzt 8 ist, 1,5 war. Damals habe ich ihn angeguckt. So geht hier jedenfalls so die Erzählung im Rückspiegel. Ich weiß nicht, ob ich es damals auch so gesehen habe, aber ich habe ihn angeguckt und gedacht, was möchte ich ihm eigentlich vermitteln? Und dann habe ich gemerkt, alles, wie ich mit mir selbst umgehe, wie ich mit anderen umgehe, wie ich mein Leben gestalte, all das möchte ich eigentlich keinem Kind vermitteln, weil ich ihm das nicht antun möchte. Damals kam dann ein sehr großer Zusammenbruch, der mich dann auch über einige Wochen, wo ich es Burnout genannt habe, wo ich einige Wochen mich gewundert habe, warum es immer schlimmer wird und nicht besser wird, hat irgendwann ein Freund, der Psychologe, ist gesagt, ja, Benjamin, das sind schon Depressionen. Das hat mich damals sehr erschrocken, weil ich damals gedacht habe, Depressionen wären ein Zeichen von Schwäche. Ich hatte einen vollständigen Zusammenbruch. Es ging mir sehr schlecht. Ich hatte plötzlich eine unglaubliche Schwäche in mir. Und wie gesagt, es wurde immer schlimmer. Ich habe mich ausgeruht. Man denkt ja, man muss sich, wenn man schwach ist, ruht man sich aus. Wenn man müde ist, ruht man sich aus. Aber ich wurde immer müder, immer schwächer, immer dünnhäutiger. Und das weiß ich heute. Im Rückblick lag eben daran, dass Depressionen, die Anstrengung der Depression, kommt nicht aus dem, was man tut, sondern aus dem, was im Kopf passiert. Und diese Abwärtsspiralen, die da im Kopf passieren, diese Angriffe des Denkens an einen selbst, die fressen eine unglaubliche Menge an Energie und die können so weit führen, dass man eben es gar nicht mehr schafft, aufzustehen, dass man es gar nicht mehr schafft, jemanden anzulächeln, dass man es gar nicht mehr schafft, seinen Sohn in den Arm zu nehmen oder zu lieben. Es kam erst der Zusammenbruch. Es war so, dass ich hatte einen Tag frei. Ich war zu der Zeit Ressortleiter, hatte wahnsinnig viel zu tun. Ich war auch Autor und habe Preise gewonnen mit dem letzten Buch und so, und alles lief so. Von außen betrachtet würde man sagen, wow, total krasser, erfolgreicher Typ. Von innen habe ich eigentlich kaum noch was gespürt und war kaum noch da. Ich habe mich oft abends im Bett in den Schlaf geweint, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich alles weggegeben hatte und nichts mehr in mir drin war und dass auch das Außen und das Innen gar nicht mehr miteinander kommunizieren konnten, dass ich einfach immer mehr in so einer Schale verhärtet bin, in dem, was ich glaubte, was ich sein muss. Und dann merkte ich, dass da gar nichts mehr ist. Ich habe dann an diesem freien Tag eine Flasche Wein gekauft, eher so beiläufig. Und als ich dann zu Hause war und klar war, ich muss jetzt gleich Theo vom Kindergarten abholen, habe ich diese Flasche genommen und in wenigen Zügen einfach ausgetrunken, habe mich ausgeschaltet, habe dann noch geschafft, bevor nichts mehr ging, Theodors Tante anzurufen und damit sie Theodors Tante anzurufen, damit sie sich um Theo kümmert und ihn abholt, und eine Freundin anzurufen, damit sie sich um mich kümmert und mich abholt, damit Theo mich in diesem Zustand nicht sehen muss. Ich habe nur noch geweint, geschrien, mich selbst verflucht. Und nach diesem Zusammenbruch habe ich dann gedacht, okay, das war jetzt ein Zusammenbruch, verstehe, jetzt müsste es ja eigentlich besser werden. Dann wurde es immer schlechter, dann habe ich es Burnout genannt, dann kam der Freund, hat gesagt, ja klar, kannst du jetzt wieder zur Arbeit gehen, aber dann drehst du noch eine Runde und in einem Jahr wird es noch schlimmer. Dann habe ich irgendwann gedacht, ich möchte mich so in diesem Zustand, das Liegen, das kaum noch da sein, das kaum noch empathisch sein können, so möchte ich mich meiner Familie, so möchte ich Friederike und Theodor
mich nicht antun. Ich hatte auch Angst, dass das ansteckend sein könnte, weil es in meinem Kopf so real war und so da war, dass ich dachte, das muss doch sich über all diese klebrige Schwärze, muss sich doch über alles andere genauso gießen wie über mich. Und dann bin ich in die Klinik gegangen. Und dann ist es eben verkürzt gesagt so, dass ich immer wieder sehr schwere Depressionen hatte, über die Zeit immer wieder, also die eigentlich die ganze Zeit Medikamente genommen habe, die ganze Zeit Gruppentherapie gemacht habe, Einzeltherapie. 3-mal war ich im Krankenhaus, 1-mal 1,5 Monate, 1-mal 2,5 Monate und ich glaube nochmal 2,5 Monate. Ich war auch mal in der Tagesklinik. Ich habe relativ viel gemacht, weil es war mir immer wichtig, zu versuchen, gesund zu werden. Und dabei ging es mir gar nicht so sehr darum, diese Krankheit zu bekämpfen, sondern diesen Teil von mir so hinzubekommen, das Denken, das da dran hängt, dass ich damit umgehen kann. Und ich glaube, da bin ich irgendwie auf einem ganz guten Weg. Ich nehme mittlerweile weniger Medikamente, gehe seltener zu meinem Therapeuten, zu dem ich eine ganz lange Zeit jede Woche gegangen bin. Und auf eine Art geht es gut. Es gibt immer noch mal wieder Rückschläge, aber es gelingt mir auch manchmal Dinge, die mich früher sofort komplett vereinnahmt hätten. Sowas wie, jemand guckt komisch oder so, kann es ja manchmal sein. Und das stürzt sich auf einen und diese Depressionen nutzen dann eben auch die Chance, sagen, ja, der guckt dich so an, weil du das und das falsch gemacht hast. Der guckt dich so an, weil du eh ein Idiot bist. Der guckt dich so an, weil du das, also, und das kann ich mittlerweile ganz gut von mir fernhalten auf eine Art oder nicht unbedingt fernhalten, sondern eben einordnen und das vermischt sich nicht immer alles sofort miteinander. Und das ist sehr, sehr gut, ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich gehe nicht davon aus, dass ich irgendwann sagen kann, hey, Depression, ich bin jetzt geheilt. Ich gehe davon aus, dass das eine Sache ist, die in mir drin ist und die wiederkommen kann. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich bereit bin, anzunehmen, dass das wiederkommt, dass es dann besser für mich ist. Beim letzten Mal in der Klinik habe ich es so gemacht, ich bin hingegangen und normalerweise fühle ich mich immer 2 Wochen so, dass ich denke, oh Gott, wie kannst du nur hier sein, wenn du ein ordentlicher Mensch wärst, dann wärst du jetzt da draußen und könntest irgendwie für die Familie da sein. Und mittlerweile denke ich, habe ich so den Gedanken im Kopf, alle Leute, die dich lieben, wissen, dass das hier jetzt gerade der beste Ort für dich ist. Und ich habe es das letzte Mal so gemacht, normalerweise nach einer Therapie bleibt man dann auch noch länger zu Hause, wenn man in der Klinik war. Das letzte Mal habe ich so gemacht, ich bin Dienstag raus, Mittwoch nochmal zu Ärzten, habe mir Tabletten geholt und am Donnerstag wieder zur Arbeit. Auf eine Art war das hart, aber auf eine Art war das auch so eine ganz gute Arschbombe zurück ins Leben, so, wo man zwar schon Wasser in die Nase und ins Auge bekommt und im ersten Moment nicht genau weiß, wo man ist, aber es fühlt sich gut an, auch die Idee, dass jetzt ein Punkt der Erkrankung, an dem ich dann sein könnte, an dem ich wieder ins Krankenhaus muss, nicht bedeutet, dass ich ein halbes Jahr oder so raus bin, sondern bedeutet, dass ich praktisch einmal das Schiff ins Trockendock bringe, alles reparieren lasse und dann wieder ins Wasser gleite, möglicherweise. Das fühlt sich sehr gut an. Und ich hoffe, dass es so gehen wird und bin da auch recht hoffnungsvoll im Moment. Das ist ganz gut. Ich bin schon immer jemand gewesen, der sehr offen war. Auch deshalb, weil ich es interessant finde, zu gucken, wie die Reaktionen anderer Menschen sind. Interessanter als immer zu denken, man macht das jetzt so, wie alle sich damit am wohlsten fühlen und wie man am wenigsten jemanden damit berührt oder trifft oder nervt. Relativ früh habe ich bei meiner Arbeit Bescheid gegeben und gesagt, ich hatte einen Zusammenbruch. Ich habe Burnout, ich habe Depressionen, ich muss jetzt in die Klinik. Und sehr früh haben Friederike und ich auch gesagt, wir reden ganz offen darüber, nicht nur miteinander, sondern eben auch mit anderen. Also ich habe mit anderen darüber gesprochen und auch Friederike durfte das auch mit Kolleginnen, Kollegen und so weiter. Sie durfte eigentlich mit jedem darüber sprechen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass der andere, der einem am nächsten steht, dass der nicht zum Endlager wird für all die depressiven Gefühle, die man hat und das alles für sich behalten muss, weil das ja auch
eine unglaublich große Belastung werden kann, dass der ein Ventil hat. Und Friederike durfte albern damit sein, Witze machen, sich aufregen, sich ärgern, weil wenn man dieses Ventil nicht hat, dann entstehen halt so düstere Ecken, in denen sich das anstaut, in denen sich auch die Emotionen des anderen anstaut. Und natürlich habe ich immer gedacht, oh Gott, hoffentlich hat die jetzt überhaupt noch Bock auf mich. Hoffentlich will die mich jetzt so noch haben, wie ich total kaputt bin. Und zum Glück waren wir zu dem Zeitpunkt schon sehr lange zusammen. Und diese Zeit, die sich für mich endlos angefühlt hat, war natürlich und ist noch immer absolut gesehen nicht so viel Zeit. Wir sind seit fast 20 Jahren zusammen, seit 12 Jahren verheiratet. Die Depressionen habe ich jetzt seit 6 Jahren, aber wiederkehrend auch, nicht die ganze Zeit. Natürlich gibt es immer wieder Zeiten, in denen die eine größere Rolle spielen, aber sie kennt halt auch noch einen anderen Benjamin und weiß, dass der auch da ist und dass der auch manchmal wieder rausguckt und dann auch für Quatsch und sehr schöne Momente zu haben ist.